Hallo, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Business AM am Donnerstag. Die Berg- und Talfahrt an den internationalen Börsen geht auch heute Morgen weiter. Der Markt in Hongkong brach um über 4% ein, Shanghai um mehr als 5%. Gestern hatten die US-Börsen fast sämtliche Gewinne nach der US-Zinssenkung wieder abgegeben. Und damit gilt auch dieser Schritt der Notenbank als weitgehend verpufft. Ja, und auch die 200 Milliarden Dollar, mit denen die US-Regierung den Immobilienmarkt zusätzlich flutet, brachten nicht die erhoffte Entspannung. Zudem sorgte Merrill Lynch in der Nacht für zusätzliche Unruhe. Die Investmentbank klagt gegen den Anleiheversicherer XL Capital Assurance und will diesen so am Abzug von Kreditgarantien hindern. Sofort wurde spekuliert, dem weltgrößten Brokerhaus drohten weitere Abschreibungen von bis zu 12 Milliarden Dollar. Krisenszenarien, Milliardenausfälle, düstere Prognosen also aller Orten. Der Fels in der Brandung, möchte man meinen, ist die deutsche Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel an der Spitze. Während zahlreiche Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr gesenkt haben, beharrt Berlin samt Finanzminister Steinbrück auf einem Plus von 1,7%. Der Grad zwischen erhoffter Beruhigung und drohender Unglaubwürdigkeit ist allerdings schmal. Sein vermeintlicher Hilferuf an den Staat im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise sorgte für dicke Schlagzeilen. Nun rudert Deutsche Bankchef Josef Ackermann zurück oder, wie er es ausdrückt, er sieht sich falsch verstanden. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Ackermann, es sei ihm nicht um den Ruf nach dem Staat und die Rettung von Investoren gegangen, sondern um die Stabilisierung des amerikanischen Immobilienmarktes. In diesen Zeiten sei dort eine konzertierte Aktion von Regierung, Notenbank und Marktteilnehmern notwendig. Auf einer Podiumsdiskussion hatte Ackermann erklärt, er glaube nicht mehr allein an die Selbstheilungskraft des Marktes. Es folgte eine rege Debatte über die Rolle des Staates und die Frage, ob selbstverschuldet in Straucheln geratene Institute mit Staatsmitteln gestützt werden sollten. Kanzlerin Merkel pocht auf die Einhaltung der mittelfristigen Finanzplanung. Zudem sollen die in der Großen Koalition beschlossenen Schwerpunkte selbstverständlich umgesetzt werden, erklärte eine Regierungssprecherin. Vorausgegangen waren Berichte über erhebliche Mehrforderungen einzelner Ministerien. Chinesische Behörden haben die letzten ausländischen Journalisten aus Tibet ausgewiesen. Die beiden Deutschen erklärten gegenüber der dpa, ihnen sei unter anderem mit dem Entzug der Aufenthaltsgenehmigung gedroht worden. China hat inzwischen auch Proteste in Nachbarprovinzen Tibets eingeräumt. Empört zeigte sich Peking über den Plan des britischen Premiers Brown, im Mai den Dalai Lama zu treffen. Die Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom T-Systems will deutlich Personal abbauen. Der neue Chef Clemens kündigte bis 2010 die Streichung von jährlich bis zu 4000 Jobs an. So soll T-Systems wettbewerbsfähiger werden. Der Chef des Terrornetzwerkes Al-Qaida, Osama bin Laden, hat der EU mit Vergeltung gedroht. Als Grund nannte er in einer Audiobotschaft die erneute Veröffentlichung der angeblich gotteslästerlichen Mohammed-Karikaturen in Dänemark. Ob die bin Laden-Aufnahme echt ist, wird derzeit geklärt. Die Börsen bleiben volatil. Was heute gewonnen wird, ist morgen schon wieder passé. Einen der wenigen hoffnungsvollen Akzente setzte gestern Visa mit seinem Börsengang. Die Aktien schlossen mit einem satten Plus von 28%. Ansonsten gab es auch noch Unternehmensmeldungen. Der Sportartikler Nike hat bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt, allerdings schwächelt der Absatz in den USA. Und General Motors will seine Marktanteile mit aggressiven Kaufanreizen verteidigen. Das dürfte das Ergebnis weiter belasten. Hier die aktuellen Daten. Der Dow Jones verliert 2,4% auf 12.100 Punkte. Tokio bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen. Sicherlich ganz gut so angesichts der Vorgaben. Der DAX notiert bei 6.361 Punkten ein Minus von 0,5%. Und der Euro, der notiert leichter bei einem US-Dollar 55,79. Bagdad, gedenkt des 5. Jahrestages des Irakkrieg-Beginns. In Washington wird das US-Konjunkturbarometer veröffentlicht. Ja, und die OECD präsentiert in Paris ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Lage. Zahlen gibt es auch noch, und zwar von der Allianz in München, Fraport in Frankfurt, den Klöckner Werken ebenfalls in Frankfurt und Gruner und Jahr in Hamburg. Daneben legt FedEx in Memphis Daten vor.
Und an der Eurex ist heute großer Verfallstag. Es dürfte also turbulent zugehen an den Börsen. Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Osterwochenende, natürlich für heute einen erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns am kommenden Dienstag wieder, wie immer morgens um 7. Machen Sie es gut. Tschüss.